Ein herzliches Willkommen aus dem Fliegender Königreich. Im Hessenliga-Kellerduell ist der KSV Baunatal zu Gast. Die Saison läuft für beide Mannschaften alles andere als gut. Flieden verlor die letzten 4 Spiele und hat insgesamt nur 10 Treffer erzielen können. Bohonentrainer Mike Voll muss kurz vor Beginn des Spiels umplanen. Fabian Schaub brach das Aufwärmprogramm ab und muss heute verletzungsbedingt passen. Für ihn steht Julian Ankert in der Startelf. Mit 5-minütiger Verspätung geht es in die Partie. Die Gäste haben ihre Trikots in Baunatal vergessen und sie mussten nachgefahren werden. Der KSV in Schwarz im Angriff. Bravo Sanchez versucht es aus der Ferne. Vorbei. 22. Spielminute. Freistoß für die Bohonia. Philipp Osman führt ihn aus. Über die Mauer und drin. Flieden führt durch den Neuzugang vom FSV Frankfurt. Nochmal die Wiederholung. Ein richtig schönes Tor. Nicht mal eine Minute später. Ankert soll hier bei Habakzas Pass im Abseits gestanden haben. Knappes Ding, das Tor zählt nicht. Der Assistent hat die Fahne oben. Und kurz vor der Pause hat Flieden abermals die Chance auf den zweiten Treffer. Osman setzt Habakza in Szene, doch der kommt in beiden Anläufen nicht am Keeper vorbei. Flieden startet furios in die zweite Hälfte. Freistoß von Leonardo Kovacevic. Wird zunächst geklärt, Stefan Dietz kommt aus dem Rückraum. Was für eine Bude, Volley in den Winkel, da darf die Wiederholung nicht fehlen. Solch ein Tor macht man nicht alle Tage. Die Gäste geben sich nicht auf und machen jetzt richtig Druck. Ulusoy lässt die Hereingabe durch und der eingewechselte Lee steht goldrichtig und verkürzt. Der Anschlusstreffer in der 67. Minute, jetzt wird es nochmal richtig spannend im Königreich. Freistoß für den KSV aus 17 Metern. Nico Langhans trischt den Ball durch die Mauer, Ritzel hält die Kugeln nicht fest, die Baunatthaler wollen das Tor, der Schiri gibt es nicht. In der Wiederholung wird es nicht ganz deutlich. Hier könnte der Ball hinter der Linie gewesen sein, sehr schwierig. Jan-Niklas Hanske holt sich dann noch wegen Reklamierens die zweite Gelbe ab und muss mit Gelb-Rot den Platz verlassen. Baunatal nur noch zu 10 versucht mit aller Macht den Ausgleich zu erzielen und für Flieden ergeben sich Räume, um zu kontern. Habakza auf dem Weg nach vorn. Dietz läuft mit. Warum legt er nicht quer? Habakza versucht es allein. Dietz kommt noch dran, aber mehr als Aluminium ist nicht drin. Obwohl die Bohonia viele Chancen liegen lässt, reicht es am Ende zum lang ersehnten ersten Heimsieg in dieser Saison. Wir haben die Stimmen zum Spiel. Frank Habstedt, nämlich der stellvertretende Vorsitzende vom SV Flieden, ist völlig im Eimer, fix und fertig der Kerl. War extrem wichtig, war aber verdammt spannend, oder? Extrem wichtig und verdammt spannend, das trifft den Nagel echt auf den Punkt und fix und fertig bin ich definitiv auch. Aber es war heute scheißegal wie, wir haben 3 Punkte geholt, alles andere ist vollkommen unwichtig heute. Kann man der Mannschaft heute irgendeinen Vorwurf machen überhaupt? Vom Einsatz, vom Kämpferischen her überhaupt keinen Vorwurf, ganz im Gegenteil. Wir haben uns reingehauen, genau das, was der Trainer gefordert hat, was wir die Woche angesprochen haben. Und spielerisch, ja, du hast dann schon gesehen, hier ist Abstiegskampf pur. Das war bei Baunatal so, das war bei uns so. Aber im Endeffekt ein Standard vom Philipp Osman, der genial war, der vollkommen überraschend war zu dem Zeitpunkt, weil Baunatal doch mehr vom Spiel hatte. Und dann die Rakete vom Stefan Dietz oben im Winkel. Das war heute echt scheißegal wie 3 Punkte. Tut extrem gut, oder? Ja, auf jeden Fall. Heute stand ja eine Menge auf dem Spiel. Ja, wir haben jetzt letzte Woche gegen Dreieich eines von diesen 6 Punkten-Spielen verloren, die ich ausgegeben hatte. Ja, und da war der Druck natürlich schon groß, auch von uns selbst. Wir haben uns auch selber da jetzt mal unter Druck gesetzt. Ja, wir haben ja da schon so phasenweise manchmal auch beweihräuchert und die Jungs wussten ganz genau, wo drauf es ankam. Aber ich muss sagen, die Woche über haben wir jetzt nicht da hier Stress verbreitet oder da drauf gehauen. Ja, viele Dinge getan, wo die Mannschaft noch enger zusammengerückt ist dadurch. Das endet heute in dem gemeinsamen Besuch im Esperanto, ja, wo ich Jochen Köhler nochmal herzlich danken muss, dass er mir die Karten besorgt hat. Das Ding war nahtlos ausverkauft. Ja, aber wenn, dann muss man den Prinz von Fulda fragen und der hat dafür gesorgt, dass wir heute einen schönen Abschluss haben. Ja, Mike, jetzt musst du uns natürlich eins verraten. Das war ein Freistoß, der wunderbar über die Mauer war. Den kann man besser nicht schießen. Und eine Direktabnahme mit einer Schusstechnik vom Stefan Dietz. Von wem haben Sie das gelernt? Ja gut, also ich kenne da nur einen
aus den 90ern, der das kann. Also ich weiß nicht. Nein, ich glaube, Philipp Ostmann, man muss mal jetzt überlegen, bei dem Jungen war es ja so, dass er jetzt zum Schluss auch so ein bisschen in so einem kleinen Tief gesteckt hat. Der Junge hat keine Pause gehabt nach dem A-Jugendjahr beim FSV Frankfurt. Ich habe ihn jetzt aus der Verantwortung heute mal rausgenommen, habe mal einfach ausprobiert, ihn über die Außenbahn zu stellen. Das hat er beim FSV phasenweise auch gespielt. Hat sich heute selbst belohnt mit einer tollen Leistung, die er gebracht hat. Aber wie gesagt, auch mit einem wunderschönen Tor. Das kann er, das hat er in der Vorbereitung, glaube ich, in jedem Testspiel gezeigt, im Training. Und heute hat es auch geklappt. Das war, glaube ich, auch für uns wichtig, dass man ein frühes Tor schießen. Das war ja in der Vergangenheit eher so, dass wir frühe Tore fangen. Und Stefan Dietz, ja gut, da brauchen wir nicht zu sagen, so ein Tor schießt man ein, vielleicht zweimal im Leben. Und ja, das war natürlich das auch, was wichtig war, dass wir dem Zuschauer heute sowas mal bieten konnten hier zu Hause. Und wenn man vier Spiele am Stück verliert, dann brauchst du vielleicht auch sowas, um dann auch wieder ja, die Köpfe frei zu bekommen. Der Glaube kehrt zurück und ja, ich bin da fest überzeugt von meinem Team. Sieg! Ein Reimann! Emmen! Hurra! Emmen! Hurra! Emmen! Hurra! Mehr Videos vom osthessischen Heimatfußball findest du in unserem Kanal. Einfach auf die Videoboxen klicken oder unseren Channel abonnieren.